Ja, hallo, mein Name ist Thorsten Seidel von onlineshopstrategie.de und ich möchte heute einmal in meinen Videokurs zeigen, wie man in Gambio GX2 Artikel suchmaschinenoptimiert anlegt und wie man generell den ganzen Shop suchmaschinenoptimiert einstellt. So, in was geht es in diesem Kurs? Hauptsächlich natürlich um die Suchmaschinenoptimierung, allerdings On-Page, das heißt alles, was innerhalb des Shops sich abspielt. Das heißt, Off-Page wäre das, also On-Page, natürlich On-Page. Off-Page wäre dann außerhalb. Da gehe ich in diesen Videokurs nicht drauf ein, möglicherweise in einen anderen Kurs, aber nicht heute. Off-Page, nur mal so am Rande, wäre praktisch dann alles, was Linkaufbau betrifft, also Backlinks, Bekanntheit allgemein von außen und was man wissen sollte, sie endet nie. Ja, also man hat eigentlich immer was zu tun. So, es geht eben, wie gesagt, um die Grundvoraussetzungen im SEO. Das nächste Thema wäre natürlich dann Marketingbereich, sprich die Bewertung des Shops, also Shop-Sterne, Kundenbewertungen. Dann möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, wie man die Artikel in eBay einstellt oder in Amazon. Bei den Artikeln wird es dann noch darum gehen, wie man Attribute anlegt, Eigenschaften anlegt, wie man Download-Artikel anlegt und natürlich auch noch Kategorien und Infoseiten, sprich Content im Shop und alles, wie gesagt, live am Computer. So, ich würde auch sagen, legen wir gleich los. Ich bin also jetzt, gehe also erst einmal in den Admin-Bereich, in meinen Testshop. Hier sehen wir die neue Version 2.6. Ich habe noch einen zweiten online oder aufgemacht mit der Version 2.401 bis 2.431 war quasi diese Oberfläche. Viele haben sie noch, deswegen möchte ich auch das parallel da noch zeigen. So, würde ich sagen, gehen wir schon mal in die Artikelkategorien hinein. Und legen uns zunächst in der Testkategorie einen Artikel an. Ja, also auf eigen eine erstellen Kategorie oder Artikel. Also wir machen natürlich jetzt einen Artikel erst einmal. Der alten Oberfläche war das jetzt Artikelkategorien. Und dann auf neuer Artikel. So, nun zuerst in der neuen Oberfläche. Wir können also zunächst im oberen Bereich die Kategorie anlegen, wo der Artikel erscheinen soll. In diesem Shop gibt es erstmal ja nur diese eine Testkategorie. Man kann aber dann noch hinzufügen eine zweite, sofern die eben schon angelegt ist. Ich könnte jetzt nur auf Top, also sprich obendrauf, eine Kategorie hinzufügen. Und dann kommen erstmal die Artikel-Stammdaten, das heißt, ob der Artikel aktiv sein soll oder nicht. Artikelnummer. Ich gebe mal parallel immer was ein. Die Artikelanzahl, wie viel eben am Lager sind, sofern man die interne Lagerfunktion verwendet. Dasselbe mit dem Gewicht, zum Beispiel ein Kilogramm. Und als nächstes haben wir dann den Lieferstatus. Hier muss man unbedingt darauf achten, dass dieses Circa, was nach der Grundinstallation vorhanden ist, verschwindet. Ich möchte das gleich mal zeigen. Das ist über Shop-Einstellungen, Lieferstatus. Und hier könnte man jetzt oder sollte man auf jeden Fall auf Bearbeiten klicken. Und dieses Circa entfernen. Alles andere kann so bleiben, wenn wir hier sind. Und zwar, wenn man keine Ausland anbietet oder kein Ausland anbietet, könnte man das hier noch abwählen. Ich lasse es mal noch an. In meinen Test-Shop. Für die beiden sollte man es natürlich ebenfalls noch ändern.
Na, ich werde es mal aktualisieren, dass man die Änderung sieht. Na, jetzt habe ich ja 3 bis 4 Tage, wie ich das jetzt geändert habe. Der nächste Punkt wäre dann Hersteller, sofern welche im Shop hinterlegt sind. Diese hinterlegt man hier an dieser Position. Kann man jetzt, sofern welche im Shop angeboten werden oder sofern diese Auswahl bestehen soll, kann man jetzt hier einen Händler anlegen, den man dann hier wiederum auswählt. Als nächster Punkt wäre dann die VBE-Werte, also die Verpackungseinheit, die man hier zunächst in diesem Punkt unter Kategorie anlegen müsste. Im alten Shop ist es ganz unten, ne, im Bereich der Konfiguration. Das ist also alles ein bisschen besser sortiert worden. Auf den Bereich VBE-Werte gehe ich dann zum Schluss nochmal ein in Textform, weil das lässt sich jetzt etwas schwierig erklären. So, dann haben wir Mengeneinheit, ebenfalls sofern das hier oben hinterlegt ist, in diesem Bereich. Eine mögliche Bestellmenge, Minimum und Maximum und die Staffelung. Als nächstes hätte man dann den EAN-Code, also den Barcode, Strichcode auf der Verpackung. Wenn man seine Artikel bei Suchmaschinen für Artikel listet, zum Beispiel Idealo als ein Beispiel, ohne jetzt Werbung zu machen, dort wiederum müsste man dann den EAN-Code eingeben. Und dann haben wir im letzten Punkt auf dieser Seite die Versandkosten. Und hier wäre noch wichtig oder richtig zu bedenken, diese Versandkosten sind jetzt mit 0,00 voreingestellt. Sollte man auch so lassen. Das ist nämlich nur dafür gedacht, wenn man die Artikelversandkosten summieren will. Also wenn jeder Artikel, zum Beispiel Artikel hat 5 Euro Versandkosten, wenn jetzt nur ein Artikel wäre mit 5 Euro, hätten wir dann im Warenkorb 10 Euro stehen. Deswegen ist dieser Punkt, normalerweise wird dieser Punkt eigentlich freigelassen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Empfehlungen und Anzeigen auf der Startseite. Das ist, denke ich, klar, dass auf der Startseite der Artikel steht. Der nächste Punkt wäre dann woanders günstiger, Modul aktivieren. Wenn dieses Modul aktiviert ist, können die Kunden zum Beispiel melden, dass da woanders eben günstiger ist, so wie es der Name schon sagt, damit man den Preis dann möglicherweise anpassen kann oder zumindest die Information erhält. Dann haben wir das Lagerbestand anzeigen. Die Bestände müssen natürlich immer echt sein. Man darf dort nicht jetzt einen niedrigen Lagerstand anzeigen, damit der Kunde dann schnell kauft, sondern er muss wirklich immer echt sein. Wenn es wirklich wenig wird, sollte man dann auch nachbestellen. Man darf im Online-Shop normalerweise nicht ausverkaufte Artikel anzeigen. Also Artikel müssen immer vorrätig sein im Shop. Wenn sie nicht vorrätig sind, müssten sie raus oder abgeschaltet werden. Normalerweise. Oder man gibt wirklich dann die Lieferzeit höher an, dass man eben noch schnell was nachbestellen kann und der Kunde eben trotzdem rechtzeitig beliefert wird. Aber wie es manche Shops machen, dass da eben da steht, ausverkauft und man kann nicht kaufen. Es gibt da einen Modeshop, der das gerne macht. Ist eigentlich nicht zulässig. Das nächste wäre jetzt das Gewicht. Wenn jetzt die Versandkosten übers Gewicht funktionieren, beziehungsweise, ja, wenn's übers Gewicht, dann soll es auch angezeigt werden, damit der Kunde das dann vorher schon nachrechnen kann. Wenn meinetwegen ab 10 Kilo ein anderes Gewicht beginnt, sollte auf jeden Fall auch immer das Gewicht eingeschaltet sein. Der nächste Punkt wäre jetzt in Sitemap aufnehmen, sollte immer aktiviert sein. Für Google wichtig. Veröffentlichungsdatum anzeigen, wer es will, nicht unbedingt notwendig. Anzeige der VPE-Werte, natürlich nur, wenn hier drüben was angegeben ist, sonst ebenfalls nicht relevant. Erscheinungsdatum, ja, wenn es erst noch kommt, wenn er noch nicht online ist, dass man eben erst einmal den Artikel einstellt und sagt, nächste Woche ist soweit.
könnte man das noch mit ein aktivieren und dann eben das Datum entsprechend auswählen. Dann haben wir die Sortierreihenfolge. Für die Kategorie wäre das einmal von 0 bis wie viel auch immer dort Artikel in dieser Kategorie sind. Das gleiche nochmal für die Startzeit. Ich denke, da die Punkte sind klar. Der nächste wichtige Punkt wäre nun die Priorität der Sitemap von 1, von 0.0 bis 1.0. Hier ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen 0.0, das wäre quasi ganz unwichtig, und 1.0 wäre wichtig. Man sollte also auf jeden Fall immer die 1.0 nehmen. Änderungsfrequenz der Sitemap dann auch immer, wie es da steht. Seitdem man ändert tatsächlich noch schneller, also meinetwegen wöchentlich oder täglich oder sogar tatsächlich stündlich, aber das wird wahrscheinlich niemand machen. Deshalb immer, dann wird es immer indiziert, wenn die Suchmaschine da ist. Also wenn Google vorbeikommt, wird es gleich sofort erfasst. So, dann haben wir den ersten Bereich schon fertig. Dann kommt die erweiterte Konfiguration, Vorlage des für Artikelkategorie-Seite. Hier kann man normalerweise nur Standard wählen. Gemeint ist, ich gehe mal in meinen Shop hinein. Gemeint ist diese Optik hier im Artikel. Man kann zum Beispiel die Seite so ändern, dass unter diesem oberen Punkt die Beschreibung gleich kommt. Dann würde quasi der Text auf dieser Seite stehen. Und dann hat man das in der Regel so geändert, dass dann hier zur Auswahl wäre Standard Bindestrich-UserModHTML, das heißt praktisch, dass diese Vorlage immer verwendet werden soll für die Änderung. Dann hätten wir für die Artikelattribute die Vorlage. Hier kann man wählen zwischen Produktoptions, Dropdown, Table Listing und Produkt Option Selection. Was ist das? Da gehe ich wieder in meinen Shop hinein. Diese Darstellung, die ich hier zum Beispiel für meine Attribute habe, das wäre jetzt Produkt Options Selection. Ne? Also das wäre diese Auswahl. Möchte ich das in Table Listing machen, dann wäre dann diese Auswahl hier drunter. Und Dropdown wäre vom Prinzip so, wie dieses Feld aufgeht in Dropdown. Also in den meisten Fällen wird Dropdown genommen, wenn man mehrere Auswahlen zur Verfügung hat oder eben dieses Option, wie ich das habe, weil es einfach von der Übersicht her sehr praktisch ist. Das gleiche ist nochmal für die Artikelübersichtsseite, also sprich die Kategorieseite, wo alle Artikel untereinander gelistet sind. Dort könnte man jetzt nur auswählen Dropdown und die Option Selection. Hier empfiehlt sich natürlich aus Platzgründen schon die Dropdown. Genau. Artikeltyp ist nur wichtig, wenn man keinen Artikel verkauft, sondern eine Dienstleistung oder einen Download-Artikel, was auch ein Artikel ist natürlich, aber hier geht es ganz einfach darum, um dieses Widerrufsrecht einzuschränken, dass man dann im Warenkorb anhegt oder abhegen muss, abhaken muss, zwecks Widerrufsfrist. Bei Download sollte man natürlich keinen Widerruf anbieten, sonst hat der Kunde ja den Artikel und bekommt sein Geld zurück. Wäre ziemlich ungünstig. Ja. Dann haben wir Produkt dieser Slider. Ja, was ist das? Der Teaser-Slider ist vom Prinzip, man kann über den Artikel in diesem Bereich einen Slider einfügen. Diesen wiederum legt man in Darstellung und Teaser-Slider an. Ich zeige das am Ende dann nochmal. Ich würde also zum nächsten Punkt übergehen. Der Artikelpreisstatus ist normalerweise auch immer auf normal eingestellt. Preis auf Anfrage würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber noch ungünstiger wäre nicht käuflich. Also in einem normalen Online-Shop würde ich das so nicht machen.
grundsätzlich natürlich möglich. Dann haben wir die Hermes-Auswahl für das Paket. Dies ist wiederum nur notwendig, wenn man das interne Hermes-Paket verwendet, was man erst aktivieren muss. Und zwar ist das im Module Center, könnte man das interne Hermes-Modul noch aktivieren. Für alle, die es verwenden, die müssen natürlich dann hier entsprechend was auswählen. Dieser Punkt wäre dann wichtig, also das ist dann der GX Customer Set. Was kann man damit machen? Ich habe es hier nichts hinterlegt erstmal. Und zwar könnte man das für individuelle Artikel abnehmen. Wenn zum Beispiel der Artikel Texte eingeben muss oder Bilder hochlädt, also alles was personalisiert ist, dafür braucht man dann dieses Feld, was man wiederum vorher anlegen muss. Und zwar ist hier auch wieder im Bereich Artikel. Zeige ich dann am Ende nochmal. Dann haben wir das Verfallsdatum. Sollte der Artikel irgendwann einmal rausfliegen, nächste Woche Freitag, das Datum dann eingetragen zum Beispiel. Und dann verschwindet er von der Anzeige. Ja, dann für den Google Export ist das Pflichtfeld der Zustand noch wichtig. Ob es neu gebraucht oder erneuert ist. Wenn man nicht bei Google Shopping teilnehmen möchte, kostet ja auch nun Geld alles, dann kann man das natürlich freilassen. Dann kommen wir zur nächsten Seite. Das wären die FSK 18 Artikel. Wer quasi solche Artikel anbietet, die unter das Jugendschutzgesetz fallen, die sollten natürlich dann hier entsprechend auswählen. Hier ist noch zu bedenken, dass diese Auswahl nicht die tut im Artikel vom Prinzip bloß dieses Feld einfügen für Achtung unter 18, also nicht kaufen, unter Warenkorb-Button entfällt, wenn es so eingestellt ist. Man kann aber auch einstellen, dass der Warenkorb-Button da ist. Auf jeden Fall sollte man bedenken, dass diese Funktion kein Alter prüft. Also wenn sich jemand anmeldet und macht sich automatisch älter, na gut, das ist egal. Aber wenn jetzt jemand unter 18 sich anmeldet, da bekommt trotzdem die Artikel zum Kauf. Also da müsste man schon eine Kategorie einlegen für Ü18 zum Beispiel und der Shopbetreiber muss dann den Kunden dann in diese Kundengruppe verschieben und dann kann er dann kaufen. Dafür wäre die Funktion sinnvoll oder man will einfach bloß dieses Label haben, dass dann eben dieses Siegel dort da steht, Ü18, Achtung und fertig. So, darunter haben wir jetzt dieses G-Motion. Was ist das? Das hat einfach was mit den Bildern zu tun. Ich schau mal, und zwar, wenn man das aktiviert und ganz nach unten geht, haben wir natürlich jetzt noch kein Artikelbild drin. Schauen wir mal, ob ich ein Bild ganz schnell herbekomme. Jetzt habe ich natürlich kein Bild da. Aber jetzt haben wir jetzt schon mal als Beispiel, wäre das vom Prinzip. Moment, ich speichere mal fix das Bild. Dies wäre vom Prinzip gleich mal der Live-Test für den G-Motion. Das quasi der Artikel so durchläuft, man kann es dann noch mit Zoom machen, dass es nach Wänden zieht, nach vorne zieht und wie auch immer. Also für Präsentationen ganz schön. Hier sollte man oder muss man noch mit bedenken, hat man das aktiviert, funktioniert die interne Lupe nicht. Normalerweise kann ich mit der Maus hier rüber gehen und sofern aktiviert, zeigt es dann auf der anderen Seite die Lupe an, also sprich in Zoom. So, jetzt zeige ich mal, wie das funktioniert, dass man das Bild entsprechend verwenden kann. Na, jetzt könnte man jetzt hier als G-Motion aktivieren. Und hier haben wir einmal diesen Punkt von und nach. Kann man praktisch hier aktivieren, wohin. Hier drüben müsste man dann eingeben, wohin das. Wohin das fahren soll.
Ja, und dann verschiebt sich das ganze Feld. Man kann noch eingeben, wie lange die Animationsdauer ist, 10 Sekunden zum Beispiel oder länger. Hier, wie gesagt, diese Zoom-Funktion von weit weg zum Beispiel auf ganz nahe. Und wenn nicht, dann natürlich auch ausmachen. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Kennzeichnung. Kennzeichnung existiert. Das ist sowieso immer aktiv. Ist vom Prinzip nur eine interne Funktion. Und die nächsten Punkte, die wir jetzt noch haben, die haben alle was mit Amazon zu tun, beziehungsweise auch mit Artikelsuchmaschinen, wie eben vorhin erwähnt, Idealo. ISBN natürlich klar für die Bücher. UPC haben wir noch. MPN. Die ganzen verschiedenen Nummern, sofern verfügbar, sollte man angeben, wenn man jetzt gelistet sein möchte. Bei Amazon dürfte einiges Pflicht sein davon. Bei Idealo wird es gefordert, aber ist keine Pflicht. Das ist vorteilhaft, sagen wir mal so rum. Nicht gefordert, vorteilhaft ist es. Auch nochmal die Marke hier, dass man das nochmal händisch einschreibt, was es für Marke ist, damit es natürlich besser gefunden werden kann. Ebenfalls Geschlecht, sofern man Kleidung anbietet und die Altersgruppe nochmal ebenfalls für die Kleidung notwendig. Dann haben wir hier das letzte Feld, die Zusatzfelder. Man könnte meinen, dass dafür hier ein Zusatzfeld gemeint ist, aber es ist eigentlich nur für Google Shopping gedacht. Die nächste Spalte wäre dann also auch für Google, die Google-Kategorie. Das alles schon voreingestellt. Man kann quasi jetzt hier wählen, was man eben anbietet und sich durchklicken, bis man am Ziel ist. So, und dann zum Beispiel haben wir jetzt einen Barebone-Computer. Genau, damit Google das dann entsprechend findet, wenn der Kunde das dann sucht. So, und nun haben wir eigentlich den ersten Punkt fertig. Und jetzt geht es eigentlich erst so richtig los. Der Artikelname. Also hier sollte man natürlich ein ausschlagkräftiges Wort wählen, wie der Artikel heißen soll. Testartikel ist ganz aus XY. Dann kommt als nächstes der Artikeltext. Hier sollte man wirklich auch versuchen, so viele Wörter wie möglich zu verwenden. Wichtig oder sinnvoll wäre hier 150 Wörter bis 200 zu verwenden oder natürlich auch mehr. Wichtig wäre das auf jeden Fall, da Google hier die ganzen Suchbegriffe rauszieht. Denn in den Meta, die Keywords werden nicht mehr ausgelesen. Deswegen sollte hier auf jeden Fall auch alles drinstehen. Zu den Meta-Angaben komme ich gleich. Aber hier sollte wirklich alles drinstehen, was wichtig ist. Ich weiß, bei vielen Artikeln ist es einfach ganz schwierig, da sinnvollen Text zu schreiben, beziehungsweise so, dass man sich nicht wiederholt und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man hier immer einen guten Text, vor allen Dingen auch einen einzigartigen Text schreibt. Gerade wenn man jetzt so viele ähnliche Artikel hat, neigt man dazu, zu kopieren und dann wieder einzufügen. Das sollte man auf keinen Fall machen, denn da macht Google dann einen doppelten Content draus, beziehungsweise ein Duplicate Content auf Englisch dann, DC. Und das wiederum führt dazu, dass Google nicht weiß, welcher Artikel jetzt relevant ist und vermutet dann, dass kopiert wurde. Liegen sie auch nicht falsch, aber es ist eben dann für die Suchergebnisse dann ungünstig. Man kann nicht abgestraft werden, aber man wird auf jeden Fall abgewertet. Wenn man natürlich nur kopiert, dann wird man schon abgestraft. So, dann haben wir Tabs. Tabs wäre das hier, dass man sich durchklicken kann, wenn man jetzt viel Text hat, was ja von Vorteil ist, wie gerade eben erwähnt, dann sollte man das aufteilen in verschiedenen Seiten. Ne, könnte man zum Beispiel hier die Beschreibung machen. Dann könnte man
zum Beispiel noch technische Daten, wenn wir beim Computer mal bleiben. Und dann meinetwegen Hinweise für Garantie. Und dann hätten wir dann unsere Tabs nebeneinander. Man kann im Prinzip hier oben die Hauptbeschreibung machen und dann nochmal detailliert eben hier nochmal aufschlüsseln. Dann kommen wir zum Bereich der Kurzbeschreibung. Das ist vom Prinzip, wenn wir mal bei unserem Testartikel bleiben, diese Beschreibung hier. Muss natürlich nicht viel sein, nur was eben wichtig ist, wenn man natürlich diese Darstellung nicht nutzt, sondern eben bloß hauptsächlich diese Liste oder diese Boxen nebeneinander, kann man es auch leer lassen. Das ist also nicht, dass man es unbedingt machen muss. Unbedingt sollte man allerdings die wesentlichen Merkmale ausfüllen. Das sind im Prinzip alle Merkmale, die wichtig sind für den Kauf. Also meinetwegen eine Kabellänge, wie viel Leistung das Gerät hat, welche Farbe, Material und solche Sachen. Das wird dann am Ende angezeigt im Warenkorb, bevor der Kaufen-Button kommt. Ganz wichtig, auch gerne mal Abmahngründer gewesen, sollte man auf jeden Fall einfügen. Ja, dann haben wir den Herstellerlink. Sollte man nur angeben, wenn man beim Hersteller nicht kaufen kann. Sonst könnte man ja nur notfalls, oder was heißt notfalls, sonst könnte man den Kunden verlieren. Ansonsten lässt man es einfach leer. Ja, dann haben wir hier die Zusatzbegriffe für die internen Suche. Also hier kommt quasi alles rein, was für den Artikel zum Suchen für den Kunden wichtig ist. Also für Google ist es völlig irrelevant, was dort steht. Die sehen das auch nicht. Das ist nur für den Kunden intern, damit er eben findet, was er gern möchte. Dann haben wir die URL Keywords. Hier führt Gambio, wenn man nichts einschreibt, den Artikelnamen ein, sprich das, was hier steht. Genau, man sollte hier natürlich was Sinnvolles reinschreiben. Nicht immer ist der Artikelname sinnvoll für die Keywords. Keywords sind vom Prinzip das, was hier oben dann stehen würde. In meinem Testartikel dann das zum Beispiel. Wäre das dann wichtig, dass dort was Sinnvolles steht. Und ich empfehle auch immer, alles klein zu schreiben. Warum in Kleinschreibung? Es ist eigentlich Google völlig egal, ob Groß- oder Kleinschreibung. Aber der Kunde, da merkt sich vielleicht, was dort steht, zum Beispiel Bluse Blau. Und wenn jetzt die Bluse Blau in Groß- und Kleinschreibung steht und der Kunde merkt sich das nicht, findet er den Artikel nicht mehr. Deswegen sollte man dort immer auf Groß- und Kleinschreibung achten, also besser gesagt, dass es eben klein geschrieben ist. Gambio macht automatisch immer alles auf Groß und Klein. Beziehungsweise so, wie es eben in der Artikelname vermerkt ist, wenn es automatisch eingefügt wird. So, auf der nächsten Seite haben wir dann die Meta-Title. Was ist das? Und zwar ist das, was ganz oben am Browser steht. Das ist dann der Meta-Title. Eigentlich der wichtigste Google-Tag, den es gibt. Das möchte ich mal zeigen. Und zwar, ich habe das mal schon mal vorbereitet. Wenn man zum Beispiel den Suchbegriff Testartikel angibt. So weit sind wir noch gar nicht. Und zwar wäre hier erst einmal wichtig zu wissen, dass dort oben bloß 60 Zeichen hinkommen. Beziehungsweise sieht man das heute, zählt man das heutzutage sogar in Pixel. Wären dann ca. 520 Pixel. Da man natürlich niemals weiß, wie breit dieser einzelne Buchstabe ist und man natürlich schlecht nachmessen kann, sollte man sich so im Hinterkopf behalten, dass das dort 60 Zeichen sind. Wichtig wäre natürlich in dem Bereich, dass man sich ja überlegt, dass dort oben sowieso immer noch der Shopname steht, beziehungsweise der Firmenname. Das zählt ja auch mit. Deswegen meistens steht ja der Firmenname hinten, also sprich die Seite, und dann kommt der Strich und der Firmenname oder der Shopname. Alles zusammen sollte idealerweise 60 Zeichen sein. Wenn es mehr ist,
Kann natürlich auch mehr sein, sollte vorne immer als Wichtigste stehen. Ne? Also Google liest bloß die ersten 60 Zeichen ungefähr aus, also 60 bis 65, aber ich würde immer vorschlagen, 60 zu gehen. Alles, was danach kommt, wird dann nicht mehr beachtet. Ist dann bloß noch optisch was für den Kunden, aber alles andere sieht er dann nicht. Also sieht Google nicht. Und jetzt sind wir bei meinem Testartikel, den ich zeigen wollte. Das wäre praktisch dann bei Google das zum Beispiel, die Überschrift. Das ist immer das, was in den Meta-Title angegeben wurde. Wie hier auch, Testartikel. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei Amazon das dann mal kopieren und in einen Editor gehen, dann wären das zum Beispiel 41 Zeichen, sprich mit Amazon.de und den Testartikelnamen 41 Zeichen. Oder wenn wir jetzt so bei ZDF mal schauen, hier wurden 51 Zeichen verwendet, sind wir natürlich genau im grünen Bereich. Ja, dann haben wir als nächstes die Meta Description. Das ist vom Prinzip die Beschreibung des Artikels für Google. Das würde dann hier stehen. Ich habe das jetzt mal mit dem Suchbegriff Suchmaschinenoptimierung eingegeben. Denn hier möchte ich noch was zeigen. Erstmal wäre das hier unsere Description. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu viel Text haben, also wir haben dort immer 150 Zeichen zur Verfügung, die man dort nutzen kann. Und wenn es eben, wie gesagt, zu viel ist, dann macht Google dann einfach drei Punkte. Das wäre hier zum Beispiel, in dem Fall wären das, also an dieser Stelle 143. 147, also bei 150 Schluss wahrscheinlich kommt dann noch ein längeres Wort. Könnte man vom Prinzip mal schauen, was dort tatsächlich für Description angegeben wurde. Und mal schauen, wo das hier die Wikipedia angegeben hat. Description. Die Meta-Description, ne? Versteckt sie sich. Okay. Wird was Neues gelernt, dass die Wikipedia das gar nicht angibt. Okay. Das heißt, Wikipedia macht das nicht so. Ich bin gerade überrascht, deswegen wird es ein bisschen ruhiger, Suchmaschinenoptimierung oder Englisch und so weiter und so fort. Man hat also dann hier, machen wir gleich ein schönes Live-Beispiel, war nicht geplant. Wenn man also dort gar nichts angibt, dann nimmt Google automatisch einen anderen Text. Und das ist normalerweise der Text aus zum Beispiel Artikelbeschreibung, den man dann für den Kunden schreibt. Bei Wikipedia wurde einfach die ersten Wörter genommen. Ne, man hat bei organischer Suche, also hier irgendwo, genau hier hat man dann abgeschnitten. Genau, man hat also hier abgeschnitten und deswegen nur mal das Suchmaschinenranking mit reingenommen, weil es einfach dann zu viele Wörter gewesen wären. Und das ist natürlich ungünstig, wenn man dann von vornherein was Sinnvolles dort schreibt. Hat man auf jeden Fall mehr gewonnen. Ich würde dann dort auch nicht einfach bloß 150 Wörter schreiben, sondern wie hier zum Beispiel, dass man da so einen Haken mit reinschlägt, das eben Stichpunkte macht. Oder was ich noch gesehen habe, dass man Punkte macht, wie hier zum Beispiel. Einfach so als Aufzählung, dass der Kunde dort einen schönen optischen Blick hat erstmal, das ist auf jeden Fall besser, als wenn man einen riesen Text sieht. Da ist ein Haken. In meinem Shop habe ich das zum Beispiel auch so gemacht. Ach, da bin ich doch gleich wieder. Guck an. Mein Shop habe ich das auch so gemacht, dass man dort Haken sieht.
Ist auf jeden Fall besser, als wenn man dort einen Text macht und der Kunde erst lesen muss oder Besucher und dann sich durchklickt. Die Keywords, sprich Schlüsselwörter, die können wir wie gesagt leer lassen. Google liest es schon seit einigen Jahren nicht mehr aus. Also wenn dort was steht, ist es schön, aber Google ist es eigentlich wurscht. Denn wie gesagt, schaut Google, dass hier drin viel steht. Und wenn man natürlich hier nur einen Einzeiler schreibt oder einen Dreizeiler, also ich sehe ganz oft Jobs, wo dort bloß vielleicht 20 Wörter stehen oder sogar bloß 10, weil man halt nicht viel darüber schreiben kann, hat man ein Problem. Denn ohne Text sieht Google nicht, was das ist und kann natürlich die Seite auch nicht sinnvoll ausliefern. Deshalb hier immer so viele Wörter wie möglich. Man kann auch Kurzgeschichten schreiben und das dann wie gesagt über diesen Tabs machen. Die sind sowas versteckt, aber Google kann trotzdem sehen, was da drunter steht. Ja, damit hätten wir das schon durch. Dasselbe nochmal natürlich auf Englisch, sofern man das in englischer Sprache angibt. Dann sind wir nochmal bei den Artikelbildern. Das G-Motion habe ich ja schon demonstriert. In diesem Fall wäre noch wichtig, dass man einen Alternativtext an oder reinschreibt. Das ist wichtig für Google, damit es für sehbehinderte Menschen vorgelesen werden kann. Wer also nicht lesen kann, das lesen kann, der kann sich das vorlesen lassen. Deshalb legt hier Google einen sehr großen Wert drauf, dass es eben barrierefrei ist. Selber nochmal in Englisch. Hier ist ebenfalls auch wichtig, sage ich mal wieder, dass dort ein richtiger Name steht, sprich Artikelbild, meinetwegen Jeans blau mit Bindestrich dazwischen und nicht einfach bloß 5, 6, 8 JPEG. Ne, sprich 1, 2, 3, A4, JPG. Damit kann Google nichts anfangen. Man möchte hier auch vielleicht bei der Bildersuche mit auftauchen und deswegen sollte man dort auf jeden Fall immer einen sinnvollen Namen schreiben. Wenn man ein Bild hochgeladen hat, was einen ungünstigen Namen hat, kann man noch da hier das ändern, was man meinetwegen dorthin schreibt. Das Bild. Das ist jetzt natürlich wieder mal nicht sinnvoll, aber hier für reicht's. Dann kann man noch anhaken, ob es als Artikelbild genutzt werden soll. Weitere Bilder kann man dann noch hinzufügen, wie man nun braucht. Ja, und wenn man das jetzt, ich mache das mal als, das ist ja gruselig mit diesen Token. Haben wir schon wieder mal ein Live-Beispiel jetzt. Dieses komische Token kann man abschalten, indem man in den Shop-Einstellungen, in den Zusatzmodulen geht, wenn ich mich nicht irre. Genau, Page Token. Wenn man das deaktiviert, kommt diese Meldung garantiert nicht. Es ist immer sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel viele Artikel ändert und man meinetwegen parallel viele öffnet, damit es manchmal geht es so einfach schneller, dann sollte man es abschalten. Sonst kommt nach jedem Speicher bei den einzelnen Artikeln dieser Token. Im schlimmsten Fall speichert es nichts oder man muss wieder zurückklicken und es ist alles ziemlich blödsinnig. Deswegen, also es ist schon Vorteil, das immer mal anzulassen, aber wenn man jetzt wirklich große Änderungen macht, sollte man es abschalten. So, in meinem Fall hat er das jetzt, wo haben wir mein Bild? Ja, genau. Hat mein Bild vom Prinzip auch gar nicht genommen. Muss ich es wieder neu auswählen. Aktualisieren. Also ich habe mich jetzt vom Prinzip zu lange hier aufgehalten durch den ganzen Erklären und deswegen vermutet er vielleicht, dass da irgendeine Gefahr ist oder so einfach eine Fehlfunktion. Das kann man immer nicht so genau wissen. Na, jetzt hat er es umbenannt, neues Bild, so wie ich das vorher angegeben habe. Ja, dann kommt schon der Preis. Ich denke, das brauchen wir jetzt nicht erst extra erklären. Hier haben wir mal wegen den Preis für den Gast, für Kunden, man kann jetzt noch Händler nehmen oder noch andere Kundengruppen, sofern hinterlegt.
Über das Plus da hinten kann man jetzt noch eingeben, welche Staffelpreise man angeben möchte, ab wie viel Stück dass sich das ändert. Hier noch eine Information dazu. Wenn man als Admin im Shop ist, sieht man keine Staffelpreise. Also sich dann mal kurz ausloggen als Gast das anschauen und dann sieht man das, bevor man dann ewig sucht, stundenlang und 3 Tage, sollte man das mal als Gast anschauen. So, und damit haben wir vom Prinzip den Artikel schon fertig. Genau. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar, wo wir gerade eben schon in den Zusatzmodulen waren, kann man noch den Kundengruppencheck aktivieren. Ist oftmals ganz sinnvoll, wenn das aktiviert ist, sofern man verschiedene Kundengruppen hat, sonst ist es sowieso egal. Ich gehe jetzt mal über den Stift wieder in den Artikel rein, dass man das sieht. Denn jetzt ist ganz unten ein neues Feld entstanden. Und zwar ist die Kundengruppen. Wenn man Kundengruppen verwendet, muss man natürlich erst einmal einschalten, wer es sehen soll. Dieser Artikel soll zum Beispiel nur für Händler zu sehen sein. Also aktiviere ich Admin, damit ich sie selbst sehe. Und die Händler, wenn natürlich nur der Gast sehen soll, dann entsprechend zu. Und wenn es alle sehen, kann man auch von vornherein den Haken einschalten. Ja. Das wäre es dazu erstmal, was den eigentlichen Artikel betrifft. Und ich habe noch was vergessen. Ich gehe nochmal in Artikel hinein. Denn der Artikeltext sollte natürlich auch einen gewissen Aufbau haben. Also man sollte jetzt natürlich nicht nur einfach 250 Wörter dort reinschmeißen und alles ist gut, sondern man muss es auch entsprechend sortieren. Und zwar ist hier die Hierarchie wichtig für die einzelnen Textbausteine, sage ich mal. Der Artikelname ist immer die H1-Überschrift. Darunter sollte dann die erste Überschrift im Text eine H2 sein. Das einfach mal markieren und auf Format dann H2 auswählen. Dann kommt meine Beschreibung. Danach kommt zum Beispiel noch eine Zwischenüberschrift, die wäre dann H3. H3. Und früher konnte man dann für weitere Überschriften noch wählen H4 bis 6. Ist es jetzt nicht mehr drin, weil es einfach auch nicht notwendig ist. Es reicht vollkommen aus H1, 2, 3. Die H1 und 2 sollte einmal vergeben sein. Und die H3 dann für nächsten Überschriften. Das wäre dann nochmal sinnvoll. Vor allen Dingen sollte auch hier drin dann in den Überschriften wichtige Schlüsselwörter stehen. Allerdings für Menschen geschrieben und nicht für Google. Also nicht jetzt hintereinander Listen mit Komma am besten noch. Oder meinetwegen auch ohne Komma, aber dass es sich eben komisch liest. Es muss schon sinnvoll sein für die Menschen. Also Google kann das sehr wohl auseinanderhalten, was dort gekünstelt ist und was nicht. Dasselbe gilt natürlich auch für den Text. Wenn es zu technisch aussieht, merkt es Google und man hat dort nicht unbedingt Vorteile. Wenn wir nochmal im Artikel Text sind, wenn man jetzt hier ein Bild einfügen möchte, geht man einfach auf diese Landschaft, auf Surfer durchsuchen. Und dann lädt man einfach hier sein Bild rein über dieses Feld, wählt man wieder aus. Ich gehe einfach mal auf mein Artikelbild, hochladen. Das ist mein Bild von eben und jetzt kann man das auswählen. Hier ist wieder wichtig der alternative Text, beziehungsweise Altbeschreibung wäre das. Maße, wenn sich was ändert, man hat hier noch die Möglichkeit, Abstand zum Text zu wählen und ob links oder rechts die Ausrichtung sein soll. Man kann das Bild noch verlinken, sofern gewünscht. Man kann auch noch verschiedene weitere Einstellungen für den Style eingeben, wer sich da auskennt.
So, damit wäre der Artikeltext fertig. Damit wäre eigentlich der ganze Artikel fertig. Wo sind wir jetzt? Das sollte sich jetzt entsprechend hier befinden. Ne, das ist mein Testartikel, beziehungsweise in der anderen Darstellung dann natürlich so. Und nun gibt es natürlich immer mal wieder die Fragen, wie man jetzt eine Auswahl angibt. Bei diesem Abpreis zum Beispiel hier muss es eine Auswahl geben. Und zwar könnte man hier auswählen S und dann die Farbe und dann wird der Preis bestimmt. In diesem Fall ist es jetzt die Funktion der Eigenschaften. Das vorhergehende Modell war die normalen Attribute, Artikelattribute. Ich werde mal auf beides eingehen. Wenn man sich jetzt einen ganz neuen Shop installiert hat, sind die Artikelattribute abgeschaltet. Also kommen dann im Prinzip zuerst Artikel und Kategorien und dann kommt schon die Sonderangebote. Die Artikelattribute kann man sich einschalten in Module Center und dann verwenden. Wenn man jetzt im Shop keine Download-Artikel anbietet, braucht man es nicht. Dann kann man von vornherein die Artikeleigenschaften nehmen. Ne, also diese Attribute sind vom Prinzip von den früheren Versionen übernommen worden. Die Eigenschaften ist eine Neuentwicklung von Gambio und man setzt natürlich jetzt mehr auf diese Eigenentwicklung als wie auf das alte. Allerdings kann man mit Eigenschaften eben noch keine Download-Artikel einstellen. Also noch nicht. Wird sicherlich irgendwann mal kommen, aber solange das nicht ist, muss man die Attribute nehmen. Und damit fangen wir an einmal. Attribute. Da haben wir im oberen Bereich die Artikelmerkmale, zum Beispiel die Farbe. Dasselbe nochmal in Englisch, sofern verwendet. Dann hätte man noch, was haben wir noch? Größe zum Beispiel. Man macht solche Artikel immer mit denselben Begriffen. Netto. Dann haben wir die Optionswerte. Also hier wählt man zum Beispiel aus. Farbe. Grün zum Beispiel. Man kann hier noch ein Bild für den grünen Artikel einfügen. Das wird dann immer angezeigt unter den Attributen. Wenn ausgewählt, man kann jetzt noch eine Farbe nehmen. Zum Beispiel Rot. Dann wählen wir noch eine Größe aus, zum Beispiel XL. Und XXL. So, und dann haben wir schon erst einmal global festgesetzt, welche Attribute es überhaupt gibt, ohne das erste Mal den Artikel zugewiesen zu haben. Die Zuweisung. Da gehen wir hier oben auf den Reiter Attribut Verwaltung, wählen dann hier unseren Artikel aus. Das wäre dieser Artikel. Dann können wir hier abhaken, welche Attribute wir verwenden. Ja, nun haben wir im ganz unteren Bereich meine Downloads. Das könnte ich hier auswählen. Und sofern hochgeladen, zeigt es mir jetzt hier die Datei an. Die Datei wiederum. Ich bin mal in meinen Testshop auf dem Surfer. Die müsste dann in Download-Ordner, also sprich in Downloads-Ordner. Also diesmal ist zwar ohne S, aber in diesen Ordner wird es reingelegt oder hochgeladen und dann erscheint die hier. Man kann da eingeben, wie viele mögliche Downloads. Meinetwegen drei mögliche Downloads innerhalb von 5 Werktagen. 5 Tagen, natürlich egal. Diese ganzen Angaben kann man natürlich sofern möglich oder sofern das sein müssen auch noch machen. Und dann funktioniert das so. Damit hätten wir dann noch diese Download-Artikel mit besprochen. Der nächste Punkt wären dann die Eigenschaften.
Das ist wie gesagt die neuere Form, die es da gibt. Jetzt können wir ja schon mal was vorbereitet. Also wieder wie Attribute hier erstmal global, was es überhaupt gibt. Größe, Farbe. Ich tue da jetzt mal nichts ergänzen. Man kann jetzt hier noch meinetwegen neue Farben hinzufügen. Über den Plus kann man das jetzt noch mit einfügen. Und man kann auch generell neue Eigenschaften einfügen, ebenfalls über dieses Feld. Dann gehen wir in unseren Artikel. Und hier können wir dann gerade eben die Attribute editieren, aber in diesem Beispiel jetzt die Eigenschaften. Da wählen wir aus, was wir haben möchten. Zum Beispiel, naja, hier muss man dann über SDRGA alles markieren. Oder man kann natürlich auch eins weglassen. Selbe nochmal für die Farbe. Und dann kann man die Kombination automatisch erstellen. Wenn man es automatisch macht, sind es quasi ganz normale wie Attribute vom Prinzip bei unseren Test vorhin. Ich gehe mal eine neue Seite bei unserem Testartikel. Ja, das wäre jetzt die Attribute und hier wären jetzt die Eigenschaften. Also noch, wir gehen mal zurück. Sehen, ob das macht. Löschen die einfach mal alle. Kombination löschen. Kombination hinzufügen. Und hier möchte ich jetzt, wie gesagt, dass S auf S und nur in Gold lieferbar ist. Und ich möchte, dass M in Schwarz lieferbar ist. Und dann wäre zum Beispiel S in Schwarz nicht lieferbar, aber dafür in Gold. Dasselbe wäre jetzt mit diesem M in Gold nicht lieferbar, aber dafür in Schwarz. Hier habe ich natürlich jetzt keinen Lagerstand eingeschrieben, deswegen ging das nicht. Aber das verbirgt sich im Prinzip hinter dieser Funktion. Man kann auch noch in diesen noch die Lieferzeit abändern. Original zum Beispiel. Man kann noch ein Bild hinzufügen. Preistypen, alles Mögliche, was wichtig wäre. Jeweils je nachdem, was nun für Artikel das ist. Ja, damit hätten wir jetzt den Artikelbereich vom Prinzip auch fertig. Ich möchte das nochmal ganz schnell zeigen, wie das im alten Shop war. Also sprich bis 2431. Das Prinzip ist ja das gleiche, nur natürlich die Optik etwas anders. Ich gehe also mal Artikel rein. Das schaut eben so aus. Vom Prinzip, wie gesagt, das gleiche, nur etwas anders aufgeräumt. Auch hier an der Seite dann. Hier hat man im Artikel Bilder voreinstellen müssen, wie viel er hier anzeigt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Preis, ne? Wie gehabt. Dann haben wir die Attribute, Eigenschaften. Von der Funktion her alles dasselbe, nur eben alles etwas optisch anders. So, damit wären die Artikel vom Prinzip fertig. Nun haben wir den nächsten Punkt, möchte ich noch zeigen. Das wäre erst einmal das globale SEO. Das ist in Shop-Einstellungen und SEO. Im alten Shop, das ist im Bereich Gambio SEO, und zwar ist da die Meta-Angaben. Die sind jetzt hier über diesen oberen Bereich. Hier kann man vom Prinzip angeben, also im echten Shop natürlich jetzt Follow und Index Follow.
Nufollow hatte ich hier nur gemacht, damit Google meine Seite, meine Testshop nicht indiziert. Generell sollte dann aber das dort so lassen, wie es original schon steht. Keywords, Komma, Trend ist schon voreingegeben. Man sollte es einfach entfernen und fertig. Dann kann man hier noch oder sollte man hier noch auf neue Meta-Angabe klicken und hier noch die Description auswählen und hier 150 Zeichen. Und zwar ist das bloß die Description, die für den Shop wichtig ist, also allgemein gehalten, was für den Shop eben relevant ist. Hier haben wir im Prinzip in der alten Optik das gleich gemacht, ähnlich gemacht. So, und dann haben wir noch die Meta-Titel-Einstellung für die Reihenfolge, was kommt davor und was kommt danach. Davor oder danach, mit Strich und so weiter und Standard. Generell wird immer das genommen, was der Shop-Name ist. Ne, also was Name des Shops ist, das wäre vom Prinzip das, was oben steht. Wo sind wir hier? Genau. Hier haben wir das auch hinten stehen. Immer vorteilhaft, das kommt immer darauf an, wie lang ist der Shopname. Wenn mein Shopname recht lang ist, zum Beispiel, keine Ahnung, 40, 30, 40 Zeichen ausmacht, sollte man vielleicht von vornherein sagen, okay, der Seitenname steht vorne dran, das ist ja dann in der Regel der Artikelname, dann kommt Strich und dann kommt eben dahinter mein Shopname. Ja, damit hätte man noch das fertig. Wenn man etwas geändert hat im Shop, sollte man immer hier einmal auf den Sitemap-Generator klicken, einmal ausführen und dann wird die Sitemap neu generiert. Das geschieht leider nicht automatisch, sondern muss immer händisch gemacht werden. Na, hier war das ja auf der anderen Seite. So, dann quasi so aus. Ist auf jeden Fall wichtig. Ja, und zwar, wenn wir bei Google einfach mal Gambio eingeben, werden uns dann zum Beispiel hier die Shop-Sterne angezeigt. Wenn man das bei seinem eigenen Shop dann auch möchte, kann man das dann natürlich kann man das über Bewertungen machen. Und da gehen wir einfach mal in das Module Center von Gambio, klicken auf Mailbeats, installieren das. Dann gehen wir in Mailbeats, Shop-Bewertungen. Ja, beziehungsweise steht das hier ganz unten, wenn es nicht in der Liste mit drin steht. Installieren einmal klicken. So, und dann auf Bewertungsmodul, auf Einstellungen. Hier zunächst das Modul einschalten. Logo über uns Seite, also welche ID-Nummer. Wenn man die Standard nimmt, nimmt man immer die 82 für die über uns Seite. Dann lesen, wer es alle lesen darf. Also ich nehme an, jeder. Schreiben vielleicht nicht jeder, aber ich wähle es einfach mal aus. Und dann dieses Capture, das ist einfach, ich gehe mal auf meiner Seite. Das ist also diese Box. Bewertung, das ist also dieser Spam-Schutz. So. Immer zwischenspeichern. So, und wenn wir jetzt im Testshop F5 drücken, ist dann unsere Box da. Die kann man dann ganz normal über den Style Editor verschieben, dass die meinetwegen an anderer Position steht. Oder man baut den Code in der Fußzeile ein, wie ich es bei mir gemacht habe. Ja, das wäre die Möglichkeit, um jetzt die Sterne noch anzuzeigen. Möchte ich das einmal auf meiner Seite demonstrieren. Und zwar, es muss dann in diesem Feld Rich Snippet Autor
die Google Plus Adresse hinein. Und dann funktioniert das, also in diesem Feld dann. Und dann werden auch die Schubsterne angezeigt. Im Gambio ist alles vorbereitet. In den Vorlagen ist alles schon vorbereitet, was diese Schubsterne betrifft. Es ist einfach alles über diesen Modul möglich. Natürlich auch über externe Dienstleister, die ebenfalls Sterne anbieten, funktioniert das genauso. Ist im Prinzip immer nur diese kurzen Angaben möglich. Mehr als eigentlich. Also man muss jetzt nicht irgendwie was im Quelltext irgendwie einbauen oder so. Also in älteren Jobs möglicherweise, aber in den aktuellen Versionen nicht. Wenn jetzt natürlich die Vorlagen bearbeitet sind, dann muss man dahingehend schauen, ob man da irgendwas vielleicht anpassen muss. Aber für normal gibt es da nicht die Probleme. Ja. Weitere Möglichkeiten von Melbeats, es ist ja, man muss es im Übrigen immer einschalten, dass es auch komplett funktioniert. Über diesen Knopf. Melbeats hat natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Nicht nur die Bewertung, sondern auch noch Geburtstage von Kunden oder das Kundenwiederkommen, also alles Mögliche, was zum Thema Marketing, was es da gibt, kann man alles dann hier über Mailbeats regeln. Natürlich alles kostenpflichtig. Diese Bewertung in dieser Form ist das Einzige, was kostenlos ist. Wenn man das dann automatisiert machen möchte und mit Autologin und solche Sachen, dann muss man das auch monatlich buchen. Geht, glaube ich, im Basispaket über 10 Euro oder so wäre das möglich, wenn ich mich nicht irre. Genau. Ja, wenn das Modul nicht angezeigt werden sollte, also dieses, dann sollte man immer einmal über der Toolbox in Cache reingehen und einmal die Modulinformationen leeren und gegebenenfalls noch die Seitenausgabe. Und dann funktioniert es normalerweise immer. Da das ja nur in den neueren Versionen schon mit integriert ist. Früher musste das dann noch nachträglich mit installiert werden. Da hat sich eigentlich einiges getan. Ja, nun möchte ich noch als letztes oder fast letztes erst einmal noch den Bereich für den Content Manager zeigen. Also wo werden Texte eingestellt und was sollte man da beachten? Da gehen wir in Einstellungen, Content Manager, können wieder über unseren Plus die Seiten erstellen. Hier wählen wir die Position, also Eigeninformationen, Box, Content Box, also die mehr Informationen, Top-Menü, Körner und Top-Menü, also ganz, ganz oben an der obersten Ecke oder über den Kategorien. Natürlich, ob es eingeschaltet sein soll und wer sieht. Das natürlich nur, sofern die Kundengruppe aktiviert ist. Dann haben wir hier den Titel, das ist wieder die H1-Überschrift, sollte aussagekräftig und sinnvoll sein. Und die, also die Überschrift wäre das, der Titel wäre natürlich nur intern, beziehungsweise an der Seite dann im Menü. Hier haben wir den Text. Also ein Infoseitentext sollte ungefähr, sagen wir, 400 bis 600 Wörter sein. Also 400 bis 600 Wörter ist ja sinnvoll, mit Bild am besten noch und gegliedert wieder mit H1, 2 und 3 Überschriften, sofern notwendig. Auf jeden Fall würde ich die H1 Überschrift, also die H2 Überschrift dann im Text dann als erste Überschrift verwenden. H3 ist vorteilhaft, muss man natürlich nicht. So, dann haben wir hier wieder die wichtigsten Schlüsselwörter anzugeben, die ja nun in den Meta und nicht mehr eingefügt werden müssen. Vom Prinzip dasselbe wie im Artikel, der Titel, wie im Artikel meine ich jetzt, der Titel halte ich diese 60 Zeichen, Beschreibung, URL, also das, was eben diesen Text ausmacht. Kurz gehalten und bestenfalls klein geschrieben, in Sitemap aufnehmen und hier wieder 1.0 oder meinetwegen auch 0.8, 0.9
Weniger macht man dann eigentlich nur bei Rechtstexte zum Beispiel oder wenn da Kunden wirklich nicht drauf sein oder draufklicken brauchen, was in Google dann nicht gefunden werden muss. So, dann kann man das dann speichern. Damit die Darstellung übrigens schöner ist, dann kann man hier unten über diesen kleinen Häkchen, über diesen die Symbol aktivieren machen. Dann hat man hier einen besseren Überblick, muss nicht ganz so sehr scrollen. So, im alten Admin-Bereich war das dann im Bereich der Toolbox, der Kundenmanager. Funktionenmäßig ist natürlich das gleiche aus, dass man hier ganz runter scrollen musste. Aber inhaltsmäßig ist es natürlich das gleiche wie im neuen Admin. Ja, damit hätten wir eigentlich die wichtigsten Punkte fertig. Wie man Artikel anlegt, wie man die Eigenschaften, Attribute anlegt, wie man Download-Artikel anlegt, wie man Texte anlegt, Kategorien anlegt. Kategorien habe ich noch nicht gezeigt, aber es ergibt sich ja schon aus den vorgehenden. Wenn man also hier ist, einfach bloß auf Kategorie klicken und inhaltlich dann ganz vom Prinzip dasselbe wie eben auch schon in den Artikeln, also auch wieder ob er aktiv sein soll, welche Vorlage. Da steht dasselbe Prinzip dahinter wie eben bei den Artikeln auf. Und wie welche Position oder welche Priorität der Sitemap. Also hier auch wieder immer 1, Änderungsfrequenz. Der Customizer, das erkläre ich dann gleich noch. Dann, ob Unterkategorien einbezogen werden sollen, das sollte man auf Ja machen, damit zumindest die Kategorien mit angezeigt werden. Das heißt, wenn ich jetzt mal zum Beispiel in meinen Shop gehe, dass diese Listenansicht eben angezeigt wird. Ist notwendig, dass hier ein Häkchen ist. Setzuweisung, das ist halt alles, was mit diesen XGX Customizer zu tun. Lagerbestand aber angezeigt werden soll. Die Attribute, diese Einstellung von eben, soll dort ein Dropdown-Menü zum Beispiel sein für die Größe, Farbe und so weiter. Wenn das vorhanden ist, wenn ich jetzt also bei meinen Artikeln dass die Ansicht mache und jetzt hätte ich hier zum Beispiel die Ansicht, könnte ich jetzt direkt von hier in den Warenkorb legen, ansonsten geht es nicht. Eigenschaften geht es generell nicht, betrifft nur die Attribute. Dasselbe ist, was Staffelpreise betrifft, ob die angezeigt werden sollen, ja, nein. Mengeneingabenfelder werden zum Beispiel nicht angezeigt, wenn man Eigenschaften verwendet. Das funktioniert noch nicht. Dann Artikel aus Unterkategorien anzeigen. Manchmal hat man ja eine Hauptkategorie und erst darunter beginnt eigentlich die eigentliche Leben. Dann könnte man zum Beispiel in der Hauptkategorie alle Artikel anzeigen lassen. Und hat erstmal einen allgemeinen Überblick. Die gekachelte Auflistung wäre vom Prinzip, was mein Standard ist in meinem Shop, dass eben die Artikel nebeneinander aufgelistet sind. Das wäre dann diese Funktion. Artikel, Bild anzeigen und Überschrift anzeigen. Ich denke, das ist klar, dass eben der Text oben drüber steht oder nicht. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, einen Teaser-Slider einzufügen. Da wäre eben dann oben drüber wieder. Dann haben wir hier wieder den Artikelnamen, was wieder H1, aber hier. In dem Bereich brauchen wir dann nicht diese Beschreibung anzugeben. Muss man nicht, kann man natürlich. Die steht dann immer hier oben drüber. Oder man tut es umprogrammieren oder umprogrammieren lassen, dass es eben unten drunter steht. Ja, dann haben wir die Meta-Angaben. Vom Prinzip ist gleich, ich gehe da jetzt nicht nochmal drauf ein. Deutsch und Englisch. Wieder die Gruppen sofern aktiviert, Bilder sofern verwendet. Und damit haben wir jetzt wirklich den Bereich Kategorien, Artikel und Texte fertig.
gemacht. Jetzt zeige ich noch mal, was man zum Beispiel im Bereich Marketing noch haben. Und zwar ist das nicht immer voreingestellt. Manchmal muss man es erst aktivieren und das macht man dann auch wieder über den Module Center, wenn es nicht da ist. Und zwar könnte man jetzt hier noch den Shop mit eBay oder Amazon und anderen noch verbinden. Geht allerdings nur kostenpflichtig über den Dienst von Magnalister. Wenn man das nicht nutzen möchte, dann, ja, hier habe ich noch eine ältere Version drauf, deswegen, also ich habe den Magnalister nicht mitgeupdatet, deswegen ist das jetzt noch in dieser Darstellung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so funktioniert. Ich habe natürlich meinen Testshop nie verwendet. Ja, damit hätten wir das dann auch noch. Also dieser Bereich ist also nur über Zusatzdienste und Zusatzkosten möglich. Auch hier wäre das dann im alten Shop mit drin. Da sollte das dann auch funktionieren. So, genau. Ja, es kommt dieselbe Meldung, aber zumindest ohne diesen Bild im Bild. Ja, damit wären wir nun schon am Ende des Videokurses angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen und Sie haben was dazugelernt, beziehungsweise können Ihren Shop allgemein verbessern. Ich denke, mit SEO, Suchmaschinenoptimierung, kann man einiges tun. Auch mit diesen ganzen Marketing-Möglichkeiten, die Gambio ja so bietet, kann man auf jeden Fall viel verändern im Shop und viel verbessern. Wie gesagt, ich hoffe, dass es gefallen hat. Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Per E-Mail oder auch per Telefon. Telefon dann natürlich dann gegen Abrechnung. Zählt alles nichts wegen der Zeit. E-Mail dann auf jeden Fall auch immer. Je nachdem, welcher Vertrag oder welches Angebot nun gebucht wurde bei der Bestellung des Videos. Aber stehe auf jeden Fall immer für Fragen bereit. Ich habe jetzt noch einen letzten Tipp. Und zwar den Dienstleister von, oder die Dienstleistung von Sistrix wäre das. Da kann man einfach mal die Seite kostenlos prüfen lassen. Und man hat ja auch die wichtigsten Punkte mit drin. Also welche Mediaangaben verbessert werden müssen, wie viel Text man hat, ne, dass man so ein bisschen einen Überblick hat. Denn ohne irgendwelche Tools geht es leider gar nicht oder noch sehr aufwendig. Also man hat schon einen deutlich besseren Überblick, wenn man solche Tools mitverwendet. Ja, das wäre jetzt nur noch der letzte Tipp gewesen oder der allerletzte wäre jetzt noch auf meiner Webseite. Onlineshopstrategie.de und zwar habe ich dort in der Fußzeile die Linkliste, hilfreiche Links, und hier kann man einfach auch nochmal die Seite testen über den Backlinks-Test, Duplicate Content, welche Nachbarschaft, wie viel auf dem Server noch mit sind, was eigentlich wichtig ist. Dass es nicht zu viele Menschen oder zu viele andere Webseiten sind, kann man nochmal die Keywords prüfen, die Ladezeit der Webseite, ob sie mobilfreundlich ist, was ja heutzutage auch sehr wichtig ist. Genau, den Quelltext kann man prüfen, sofern man sich mit diesem ganzen Code auskennt, um die Fehler dann auch zu entfernen. Aber auf jeden Fall hat man hier nochmal eine relativ große Liste, welche Verbesserungen man noch machen könnte oder welche Tests man noch durchführen könnte. Und damit möchte ich mich nun jetzt verabschieden. Wie gesagt, für Fragen stehe ich gerne noch zur Verfügung. Dankeschön.